François, was machst du denn? Komm zu mir, ich warte schon den ganzen Tag. Du hast den ganzen Tag geschlafen, mein Kleiner, von wegen, du wartest den ganzen Tag. Ja, ich habe auch während dem Schlafen gewartet. Was glaubst denn du? Bist du heute wieder süß. Außerdem warst du gestern Abend nicht zu Hause, das habe ich bemerkt. Ja, einmal bin ich nicht zu Hause und dann gibt's gleich Stress. Ich glaube sofort. Du hast mich nicht gefüttert gestern Abend. Aber ich habe dir doch vorher noch was reingelegt, bevor ich gegangen bin. Aber das war viel zu wenig. Ja, das glaube ich dir sofort. Aber von wegen, du hast nichts bekommen, das stimmt schon wieder so nicht. Komm, aber hol mich gut mal raus. Ja, ich hol dich ja eh gleich raus. Aber schau doch mal, wie es bei dir schon wieder aussieht. Das macht mich ja ganz wahnsinnig. Was tust du denn den ganzen Tag? Ja, schön sieht's aus. Ich weiß nicht, ich habe geschlafen. Ja, das sieht aber nicht danach aus. Schau dir das mal an. Überall liegt die Erde herum und Streu ist durcheinander. Das war Lubica. Sie hat es nicht so mit der Ordnung, weißt du? Ja, klar, das war sicher Lubica und nicht du. Ich bin nur in meinem Bettchen gelegen, wie du gesagt hast vorher. Ja, klar, du. Ich gebe jetzt mal das Wasser hier raus. Dann räum mal schnell bei mir zusammen, dass wir das den Zusehern zeigen können. Was damit ihnen? Apropos Zuseher, ich muss da schnell was loswerden. Ja, was ist denn, mein Kleiner? Wobei da eigentlich du schuld dran bist. Was bin ich jetzt wieder schuld? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich räume hier zusammen und sonst gar nichts. Weißt du, ich bekomme ja sehr viel Fanpost. Ja. Und da freue ich mich sehr, speziell wenn das von irgendwelchen hübschen Hamsterdamen ist. Ja. Aber, ja, ich weiß, die Erde ist schon nicht mehr so feucht. Also ja, bitte gib mir ein bisschen eine neue rein. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Und was ist jetzt? Ich habe neulich einen Brief erhalten. Einen Brief? Von einer Dame. Und die war, und das ist jetzt die Höhe, die war adressiert an einen gewissen Mr. Weißbau. Und weißt du, ich stimme zwar, dass ich im Winter jetzt ein bisschen heller geworden bin, aber unter meinen Bauch speziell. Ja. Und du hast mich mal so in einem Video genannt und jetzt, glaube ich, gefällt das den Fans so. Oh, ist das und ich süß möchte das klarstellen. Ja, aber du bist doch der Mr. Weißbau. Ich bin vieles, aber dieser Spitzname gefällt mir nicht besonders. Aber wieso gefällt dir das denn nicht? Das finde ich doch so süß. Ich finde den nicht besonders männlich. Ach, von wegen nicht männlich. Doch, ist es schon. Das ist voll lieb. Weißt du? Ja? Ich will ja eher in Verbindung gebracht werden mit einem wilden, ungeziemten Tier. Ach so. Und ja, gib mir mal einen Beruhigungsmehlwurm. Ja, du ungeziemtes Tier und? Und weißt du, Mr. Weißbauch? Finde ich jetzt nicht so ansprechend. Ach, das findest du nicht, okay. Und so antörnen für die Damen, weißt du? Ja, aber vielleicht wollen die genau deinen Weißbauch sehen, mein Kleiner. Nein, ich finde das nicht so gut. Ja, aber sieh dir das doch mal an, du bist ja wirklich so weiß am Bauch. Das ist doch so süß. Also wenn ich noch einmal so einen Brief bekomme, dann zerreiße ich ihn in der Luft. Och, jetzt sei doch mal nicht so. So, also ich tue da noch ein bisschen weiter. Das wollte weiter ich nur klarstellen, damit du das weißt. Ja, natürlich. Oh, das ist mein Klo. Ja, da wird wieder ein neuer Sand hineingegeben, da ist ja weißt gar du nichts drin. Ja, ich muss jetzt da mal schauen. Übrigens hast du auch noch ein bisschen etwas Fanpost bekommen. Warte, ich komme gleich wieder. Ich bin gleich da. Wieder Fanpost? Na, da bin ich aber gespannt. Ja, François, du bekommst ja eben. Ich hoffe, dass das Fanpost ist. Ja. Wo ich gut mit meinem Vornamen angesprochen werde. Oder vielleicht mit dem Namen, oh, ein großer Hamstermann. So, bin schon wieder da. Was, großer Hamstermann? Also das hätte ich ja noch nie gehört. Aber gut, mein kleiner Weißbau. Ja, aber lieber, nenn mich nicht schon wieder so. Also was ist denn in den anderen Fanpostartikeln so drin gestanden? Also, damit ich dich nicht sofort so zum Aufregen bringe. Mal etwas Nettes, nämlich die Hamsterdame Holly zum Beispiel. Oh. Die findet dich super hübsch. Hast du von niedlich der auch ein Foto? Nein, habe ich leider nicht. Das könnte man vielleicht ja noch nachreichen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall möglich.
Und dann gibt es auch noch von Janis Real Life, der hat geschrieben, dass seine Hamsterdame oder ihre Hamsterdame, das weiß ich leider nicht, die Lisa den François gerne kennenlernen möchte. Ja, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Das können wir gerne machen. Sieh mal. Ja. Weißt du, ich bin mobil, ich kann auch gerne zu dir kommen. Das glaube ich sofort. Das kann sein, ja. Also es geht auf jeden Fall ziemlich ab, denn nicht nur die Lisa und die Holly, sondern auch eine Jelly hat dir geschrieben. So, vielen Dank. Da bin ich wieder ganz lieb und nett. Sieh mal. Ja, super nett. Ich setz mich in Szene. Und, weil du gerade ein Mehlwurm isst, von Paulines Welt, die Hamsterdame Namika, die liebt auch die Mehlwürmer. Da hat sie vollkommen recht, sie hat das verstanden. Ja. Wie das so läuft mit den Mehlwürmern. Aber weißt du, was dich vielleicht ein bisschen mehr aufregen wird? Was denn? Was? Es hat noch eine Greta Sifris geschrieben und die hat geschrieben, dass du nicht so viele Mehlwürmer bekommen sollst. Oh nein, glaub ihr kein Wort. Jetzt habe ich das gesagt. Das stimmt bestimmt nicht. Ich bespreche das jetzt mal mit dir, denn eigentlich hat sie gemeint, dass du nur 2 bis 3 in der Woche bekommen sollst. Das kann nicht sein. 2 bis 3 pro Minute lasse ich mir einreden. Ach so. Aber nicht weniger. Glaubst du, sie hat sich da etwas verschrieben? Vielleicht oder was? Hat sie sich in der Zeiteinheit geirrt. Das kann leicht sein. Na, dann müssen wir nochmal nachfragen. Denn das? Naja, ich habe mir jetzt gedacht, damit du nicht so viele Mehlwürmer isst und heute mal was zu tun hast, geh mal. Bekommst du ein kleines Maiskölbchen. Das ist aber cool. Weißt ja, du, schon, gell? Es ist zwar keiner dieser Mehlwürmer, aber... Aber? Schmeckt auch ganz toll. Ja, aber François, hey. Was ist hier? Na, du frisst ja gleich alles auf, jetzt sei doch nicht so gierig. Du hast ja schon gehört, dass ich gestern Abend nichts zu futtern bekommen habe. Du hast schon was bekommen und außerdem, jetzt war, hey, nicht also, so schnell. Also wie ich hinausgekommen bin aus meinem... Häuschen war nichts mehr da. Dann war das Lubica, die hier alles gefressen hat. Und sie ist jetzt gerade nicht da. Also ist mir das lieber, wenn ich jetzt so viel wie möglich reinstopfe. Und dann später ist mir das so echt wirklich egal, ob Lubica es bekommt oder nicht. Ja, aber du sollst den doch teilen mit Lubica. Dann sind doch so viele Körner drauf. Das geht sich doch für euch beide aus. Wenn sie da wäre und das sehen würde, was wir bekommen, dann... Von mir aus aber. Wenn sie nicht da ist, ist sie selbst schuld. Ja, das sie ist schon wieder mit ihren Freundinnen irgendwo unterwegs und kümmert sich überhaupt nicht um mich. Oh, bist du ein bisschen eifersüchtig, mein Kleiner? Bin ich nicht. Ich habe genug Damen, die mit mir was unternehmen wollen und die mir Briefe schreiben. Ja, das haben wir gerade gehört, das stimmt schon, aber... Dann ist man schon Lubica eifersüchtig, kann sie auch sein. Ach so, meinst du das? Mhm. Aber der ist wirklich gut. Ich habe letztens mal einen bekommen, der hat so dunkle Maiskörner oben gehabt. Aha. Die sind ein bisschen schwerer heruntergegangen. Kein Problem für meine Reißzähne wohlgemerkt. Aber der hier ist wirklich vorzüglich. Oh, das ist natürlich super, François. Ist auch von Rodipet, den habe ich damals bestellt. Was heißt hier damals? Also willst natürlich... Willst du damit sagen, der ist schon länger bei uns zu Hause und wir haben ihn noch nicht bekommen? Nein, natürlich nicht, mein Kleiner. Der ist gestern ganz frisch gekommen. Übrigens, da das ja nur so ein abgebrochenes Stück ist, ja, nehme ich an... dass das nicht alles war und ich nachher noch einen kleinen Nachschlag bekomme für das brave Drehen dieses Videos. Das glaube ich eher nicht, mein Kleiner, denn so schnell, wie du dir das alles hineinstopfst... Ein Stück für Lubica, komm, ich heb ja auch was auf. Ja, und was hebst du hier bitte auf? Da ist schon fast gar nichts mehr drauf. Wenn du ein zweites Stück hineingibst, dann hebe ich das für Lubica auf. Ja, klar. Und da soll ich dir trauen, mein Kleiner. Franco! Oh nein, die Alte ist wieder da. Ich muss so schnell, wie es geht, was fressen. Das kann nicht sein. Du hast meinen Namen gesagt, mein Kleiner. Lubica, es ist alles in Ordnung. Du kannst gerne ins Bettchen gehen. Es gibt ja nichts Interessantes zu sehen. Was hast du da, mein Kleiner? Nein, das ist nur etwas übrig. Rita Gina hat uns einen kleinen Snack verabreicht. Ja. Und es waren hier genau 6
Maiskölbchenkörner noch drauf und ich lasse dir 3 übrig. François, ich habe gesagt, du sollst das teilen mit Lubica. Sie hat das aber nicht gesehen, dass hier so viele oben waren. Franco, ich habe so Hunger. Du warst den ganzen Tag mit deinen Freundinnen unterwegs. Das ist mir jetzt egal, ob du hungrig bist oder nicht. Ich war einkaufen und jetzt habe ich Hunger. Ja, was hast du denn gekauft? Hast du dir selbst einen Maiskölbchen gekauft oder was? François, jetzt sei doch mal nicht so böse. Vielleicht hat sie was für dich gekauft. Das glaube ich nicht. Ich muss jetzt schnell versuchen, den ganzen Maiskolben noch hier zusammenzufassen, bevor die Alte ihn in die Finger bekommt. Du bist so gierig. Sieh mal, wie dick meine Backen schon sind. Ich habe mir jetzt einiges nach hinten gestopft. Manche würden ja sagen, du bist jetzt genauso dick wie manch anderer Hamster hier. Was hast du jetzt gesagt, Lubica? Ricardina ist gegen uns, das sage ich dir. Sie gibt uns nur so einen kleinen Maiskolben, wo fast nichts drauf ist. Franco ist... Na, ich dachte, das ist für mich. Ja, das ist schon für dich, aber ich darf auch mal was fressen. Du fressst ja den ganzen Tag und ich habe gehört, wir haben gestern was bekommen, was du uns weggefressen hast, wie ich. Ich nicht. Hier sind noch mehr. Ach, François, ja, das sind die Maiskölbchen übrigens. Ja, Lubica, frag mal, ob wir noch welche bekommen, weil es war wirklich nur ein kleines Stück, wo überhaupt nichts drauf war. Ich sag's, wie es ist. Ihr bekommt nicht noch einen. Ihr sollt euch den teilen. Das geht so nicht. So ist das so streng? Ich weiß nicht. Na, François, wo gehst du hin? Ich gehe nirgendwo hin. Ja. Hast du nicht gesagt? Du räumst meinen Käfig zusammen? Hallo, meine Lieben. Abonniert den Kanal Lubica und Frankois. Das ist immer noch mein Kanal.